Da bist du gefordert. Das ist Mann gegen Tresor. Das mache ich jetzt schon über 45 Jahre und es gibt keinen, der nicht aufgegangen ist. Gestatten Freimut Schonert, Panzerknacker aus Leidenschaft. Keine Tür ist vor ihm sicher. Jetzt regt sie mich auf. Oh, das ist nicht gut. Wir haben den Türöffner eine Woche lang bei seinen Einsätzen rund um Stuttgart begleitet. 1:17. Perfekt. Und jetzt, Herr Schonert? Und jetzt machen wir den Tresor auf. Das Motto des 72-Jährigen, immer mit der Ruhe, das macht das Türöffnen leichter und wirkt beruhigend auf die Kundschaft. Ja, muss sein. Warum? Du darfst ihn hetzen lassen. Noch eins kommt zwei. Hast nur zwei Hände. Im Bürgerbüro in Stuttgart-Wangen widersetzt sich der Tresor in der Amtsstube der Bezirksvorsteherin seit dem frühen Morgen trotz Schlüssel jeglichen Öffnungsversuchen. Die heißt Beate Dietrich und kriegt das Schloss trotzdem nicht auf. Da steht das gute Ding. Ja, genau. Oh, schon was Älteres. Hm? Ja. Und darf ich Sie fragen, was man in so einem Amt, in so einem Tresor hat? Wir haben Siegel drin und Geld. Schon Geld? Ja. Eine hat immer so dagegen und dazu wie der war stark. Oh nee. Hat versucht mit Gewalt. Tresor musst du behandeln wie eine junge Frau. Zärtlich. Da habe ich keine Erfahrung. So, das ist der sogenannte Palermo-Koffer. Palermo-Koffer, weswegen? Da ist alles drin. Und wenn wir nach Palermo fahren, kriegen wir unterwegs alles auf. Jetzt kriegt er halt eine kleine Lackbeschädigung. Ihr hilft sanfte Gewalt. Die Tresortür hat sich verzogen. Wenn sie ihn aufkriegt, wird es uns für heute reichen. Wow. Super. Und wieder mal gewonnen, der Kampf Mann gegen Tresor. Dürfen wir einmal reingucken oder ist das verboten? Dürfen Sie reingucken. Immer wieder spannend, so einen Blick hinter die verschlossene Tür. Frau Dietrich, haben Sie auf die Uhr geguckt? Wie lange hat er gebraucht? Also keine 5 Minuten. Da waren wir vor 3 Monaten mit der Zollfahndung unterwegs. Was war das für ein Tresor? Das waren 3 Tresore. Und was war da drin? 100 Millionen Gold. 100 Millionen Euro Gold. Das war Schwarzgeld. Wäsche. Das Türöffnen ist in Deutschland kein Lehrberuf. Der kleine Freimut hat so lange gequengelt, bis ihm der Vater einen verschlossenen Tresor vom Schrotthändler geschenkt hat. Dann hat sich der 10-Jährige das Handwerk selbst beigebracht. Ich war der glücklichste Mensch. Und hat 2 Jahre gebraucht, bis der Tresor offen war. Wie allen möglichen Werkzeuge habe ich gemacht. Ein Draht abgezwickt, ein Draht gebogen, Häkchen gemacht und. Ich von der Schule heimgekommen, keine Schulaufgaben. Nee, Tresor. Und dann hat es unser Türöffner plötzlich doch eilig. So sehr, dass wir einfach nicht hinterherkommen. Der Grund: in Stuttgart auf dem Killesberg hat sich eine Frau ausgesperrt mit dem Essen auf dem Herd. Herr Schonert? Herr Schonert? Ja. Sachen auf dem Herd stehen, da muss man schnell sein. Was ist denn passiert? Ja, sie hat angerufen, absoluter Notfall. Und sind bestimmt 20 Minuten dauern. Es hat nur 10 Minuten gedauert. 10 Minuten, ja, ich weiß so nicht, wie lange. Ganz aufgeregt da unten. Haben Sie das öfter, dass Leute Essen auf dem Herd vergessen? Klar, kommt immer wieder mal vor. Ja, es gibt viele blöde Leute weg. Aber was gab es denn heute? Was gibt es denn heute zu essen? Reis mit Fleiß. Meine Mann will Reis mit Fleiß essen. Okay. Oh. Und ist es denn jetzt verbrannt? Nee. Nein, wenn meine Mann kommt, da gibt es Ärger. Was für ein Kochtopf? Läuft Wasser über, weil es kocht. Läuft dann Wasser runter, geht auf die Gasflamme, löscht das Gas. Die Flamme aus und das Gas strömt aus. Haben Sie sowas schon mal gehabt? Ja, logisch. Aber da können Sie doch ohne Gasmaske gar nicht rein, oder? Ja, wenn wir schnell sind, dann passiert nichts. In Griechenland hätte es bestimmt 3 Wochen gewartet, bis jemand gekommen wäre, ne? Vielleicht über den Lippen. Ich hätte mich ja fast geküsst. Haben Sie denn auch schon mal wirklich die Feuerwehr rufen müssen dann? Nö. Wir sind immer dann immer im Wettlauf mit der Feuerwehr. Es gibt ja Leute, die rufen die Feuerwehr und parallel uns auch noch. Ach echt? Ja, ja. Und weiter geht es für den Türöffner Freimut Schonert. Morgen trifft er eine Wiederholungstäterin.